Schluss mit Schwitzen. Hitzewellen, Rekordsommer, Tropennächte. Die Klimaanlage in den eigenen vier Wänden wird für immer mehr Österreicher und Österreicherinnen zur Lösung des Problems. Wir sehen, dass verstärkt Hitzeperioden auftreten und gerade in den Baumärkten sind fast jedes Jahr die Klimaanlagen ausverkauft. Doch wie gut kühlen Klimaanlagen das Zuhause? Man sieht, dass sie hier wesentlich schlechter eine Leistung vollbringen und auch einen Raum kühl zu halten, gelingt den Monogeräten fast gar nicht. Neben der Kühlleistung, der Energieeffizienz und der laufenden Kosten spielt auch die Lautstärke eine wichtige Rolle. Man hört auch, das ist relativ laut. Wie geht es Ihnen damit? In der höchsten Stufe ist es schon sehr, sehr störend. Das sind jetzt eben die Split-Geräte. Die sind deutlich effizienter und leistungsfähiger. Wird die kühle Wohnung immer mehr zum Luxusgut? Wir leben auch in einer Zeit der Teuerung, galoppierende Energiepreise. Also es ist nicht leicht, hier der Hitze in der Stadt auszuweichen. Das kann sich nicht jeder leisten. Wie gut funktionieren mobile Klimageräte im Alltag? Wir checken ab, ob sie die erwünschte Kühlleistung erbringen können und ob die kühle Wohnung zum Luxus wird. Renate Renner wohnt mit ihrem Lebensgefährten Martin in einem Einfamilienhaus in Niederösterreich. Kamen sie bisher ohne Klimaanlage aus, gibt es nun die Überlegung, sich eine anzuschaffen. Wir haben heuer vor, unser Haus rundum zu renovieren. Wir wohnen schon einige Jahre hier und jetzt ist wieder an der Zeit, dass wir alles neu machen. Im Zuge dessen ist natürlich die Frage für uns aufgetreten, Klimaanlage ja oder nein. Trotz der umgebenden Natur werden die Hitzeperioden, besonders im Arbeits- und Schlafbereich, als belastend empfunden. Um herauszufinden, ob die Anschaffung einer Klimaanlage für die beiden sinnvoll ist, hat Renate Renner einen Termin mit Energieberater Tino Blondiot von der Energie- und Umweltagentur Niederösterreich ausgemacht. Bitte, darf ich Sie hereinbitten? Um sich einen ersten Überblick zu verschaffen, werfen Sie einen Blick auf die räumlichen Begebenheiten. Bevor man zu Klimaanlagen greift, sollte man darauf achten, gibt es einen außenliegenden Sonnenschutz. Also wichtig, die Sonne draußen halten. Ein innenliegender Sonnenschutz bringt nur einen Bruchteil von einem außenliegenden. Man kann ungefähr sagen, ein größeres Fenster ist wie ein Heizkörper. Also wenn da die Sonne hineinbrennt, dann ist das ungefähr so, wie wenn man den Heizkörper auf Stufe 5 aufgedreht hat. Würde auch niemand im Sommer machen. Deshalb ganz wichtig, außenliegender Sonnenschutz. Die Sonne draußen halten und so kann ich schon einen Großteil von der Wärme draußen lassen. Ich kann auch schauen, dass ich meine inneren Lasten, das heißt alle Geräte, die im Haus sind, wie zum Beispiel ein Fernseher, der Computer, herunterfahren, damit so wenig Energie wie möglich innen in den Räumen freigesetzt wird. Doch wie sieht die Situation bei Renate Renner aus? Also wenn, würde ich ein fix verbautes Splitgerät empfehlen, weil sie das ist einfach verbaut und Sie haben nicht irgendwo beim offenen Fenster einen Schlauch raushängen und vergessen den dann vielleicht und dann kommt da erst wieder viel warme Luft rein, weil ganz wichtig ist auch, dass Sie die Fenster im Sommer geschlossen halten, untertags und erst in der Nacht, wenn es draußen kühler ist, öffnen. Und wenn man dann so ein Monoblockgerät hat und dann ist da irgendwo das Fenster offen, dann kann einfach wieder warme Luft in den Raum hineinkommen. Mobilklimageräte sind prinzipiell und explizit aus unserer Sicht der Kompromiss vom Kompromiss. Diejenige, der eine gekühlte Dachgeschosswohnung oder ein gekühltes Einfamilienhaus haben möchte, der wird über kurz oder lang auf keinen Fall an einer Splitklimaanlage, an einer fix installierten, vorbeikommen. Und der wird im Nachhinein auch gern bereit sein, gutes Geld zu investieren für eine Anlage, die in 25 Jahren, so lange halten diese Dinger, wenn sie entsprechend gut installiert sind, zu investieren. Während eine Klimaanlage in der Anschaffung günstig sein kann, sollte man die Kosten ihres Energieverbrauchs nicht unterschätzen. Muss man angesichts der Stromrechnung einen kühlen Kopf bewahren? Wenn Sie wirklich eine Klimaanlage im Schlafzimmer zum Beispiel installieren, dann müssen Sie mit etwa 40 Cent pro Stunde rechnen. Also Sie können auch sagen, so ungefähr mindestens 100 Euro im Jahr. Es kommt natürlich darauf an, haben Sie einen außenliegenden Sonnenschutz, der reduziert Ihnen dann auch die Kosten, weil eben die Sonne nicht so in den Raum hineinkommt. Und wenn Sie die Klimaanlage dann nur vielleicht 2-3 Stunden vorm Schlafen einschalten, dann
haben sie eben nur 40 Cent pro Stunde, das heißt 1,20 Euro dann für 3 Stunden, das ist dann doch deutlich niedriger, wie wenn sie eben die Anlage dann den ganzen Tag laufen haben. Doch besonders in der Stadt heizen sich die Wohnungen in den Sommermonaten stark auf. Ein außenliegender Sonnenschutz ist nicht immer vorhanden oder wird vom Vermieter nicht bewilligt. Eine kühlende Klimaanlage soll oftmals für die nötige Abkühlung und für Wohlwollen sorgen. Doch nicht jeder kann oder möchte sich ein teures und baulich aufwendiges Split-Klimagerät daheim installieren lassen. Um der quälenden Hitze auszuweichen, entscheiden sich viele für ein billigeres, mobiles Klimagerät. Energieberater Tino Blondiot ist auf dem Weg zur nächsten Kundin, um zu testen, wie ein solches Monogerät im Kampf gegen die Hitze abschneidet. Was man halt bei einem Monoblock-Gerät hat, also sie haben alles hier in einem Gerät. Und wir haben jetzt gerade die Abluft gemessen, die Temperatur der Abluft, und es sind doch 40 Grad, also vielleicht, wenn Sie da mal draufgreifen, also das sieht man schon, dass bei diesen Geräten der Schlauch auch recht warm wird. Und das heißt, hier haben Sie zusätzlich auch noch Abwärme, die entsteht, und dadurch sind diese Geräte relativ ineffizient, also wir empfehlen sowas nicht. Aber natürlich, bevor es zu warm in der Wohnung ist, ist es verständlich, dass sich Menschen auch sowas einbauen. Wie sieht die Verwendung des mobilen Klimageräts bei Monika Holzer im Alltag aus? Wie oft würden Sie sagen, schalten Sie es ein? Ja, schon täglich, wenn wir um die 25 Grad haben. Und auf wie viel Grad kühlen Sie herunter? Funktioniert das gut? Herunterkühlen tue ich 21, 22 und das funktioniert schon sehr gut. Ja. Mhm. Und wie viele Stunden, würden Sie sagen, läuft das Gerät? 6 Stunden. 6 Stunden sicher, am Tag. Ja. Ich würde mal sagen, schalten wir das Gerät einmal ein und schauen, wie es funktioniert. Ja, gerne. Ups. Man hört auch, das ist relativ laut. Wie geht es Ihnen damit, wenn Sie jetzt zum Beispiel im Wohnzimmer sitzen, Freunde sind da oder Sie schauen fern mit der Geräuschentwicklung? Ja, in der höchsten Stufe ist es schon sehr, sehr störend. Aber nach einer Zeit kann ich das dann runterschalten. Mhm. Da ist dann immer mehr so laut. Also das ist dann nur mehr die Zweierstufe. Und beim Fernsehen ist das, also ich persönlich habe mich schon daran gewöhnt. Mhm. Anfangs war es schon ein bisschen irritierend, aber mittlerweile. Und die Kühlleistung ist aber, wenn man runterdreht, natürlich dann nicht so stark. Deshalb brennt es am Anfang stärker auf. Genau. Mhm. Ja. Sie haben da doch eine große Fläche, wo die Sonne reinscheint. Ja. Man kann ungefähr sagen, dass bei solchen Fensterflächen doch bei 2 Quadratmetern fast 1000 Watt an Wärmeeinstrahlung Sie haben. Das Gerät kühlt hat eine Kühlleistung von ungefähr 2500 Watt. Das heißt, hier bei der Fensterfläche, also Sie kämpft, das Gerät muss allein gegen die einstrahlende Sonne ankämpfen. Ich habe Ihnen ein Strommessgerät mitgebracht. Ja. Sowas kostet in etwa 20 bis 30 Euro. Das können wir jetzt anstecken und dann schauen wir mal, wie viel das Gerät braucht. Und dann können wir umrechnen, wie viel das so in der Stunde oder am Tag, wie viel Sie da bezahlen müssen, wenn Sie das Gerät einschalten. Okay. Also man steckt das ganz einfach in die Steckdose rein, dann das Klimagerät an. Ich habe ein Thermometer mitgebracht und es hat bei Ihnen 29 Grad, also es ist sehr heiß. Ich würde Ihnen den Thermometer da lassen und komme in ein paar Tagen wieder und dann schauen wir, wie das Gerät geschafft hat, den Raum runterzukühlen. Ja, gerne. Nach 4 Tagen schaut Energieberater Tino Blondiot erneut bei Monika Holzer vorbei, um zu sehen, wie das Gerät im Kampf gegen die Hitze abgeschnitten hat. Ja, jetzt sind 4 Tage vergangen. Ich bin noch einmal gekommen. Wie ist dir gegangen mit dem Gerät? Ja, ich habe es jetzt die ganzen 4 Tage durchgehend aufgedreht lassen, weil es doch ziemlich heiß war. Wenn das Gerät einen Tag durchläuft, sind es etwa 5 Euro. Wir haben das letztens mit dem Strommessgerät angeschaut. Und 4 Tage sind 20 Euro. Also Sie müssen mit 20 Euro für die 4 Tage jetzt schon rechnen. Puh. Also das fällt dann doch ins Gewicht, wenn man gerade in den heißen Sommermonaten so eine Klimaanlage dann wirklich 24 Stunden durchrennen lässt, dann das macht sich dann auf der Stromrechnung schon bemerkbar. Wenn wir uns die Stromrechnung von Ihnen ansehen, dann sieht man 3000 Kilowattstunden. Das ist doch ein recht hoher Stromverbrauch. Gerade wenn die Fernwärme, Warmwasser und Heizung über die Fernwärme kommt, das ist wirklich nur reiner Haushaltsstrombedarf. Das heißt, das Klimagerät schlägt sich schon stark zu Buche. Also man kann etwa sagen 250 Euro, was Ihnen das Gerät kostet im Jahr.
Gefühl von meinerseits ist, dass ca. 10-mal so viele mobile Klimageräte gekauft werden im Vergleich zu Split-Anlagen. Was sicher auch daran liegt, dass die Preisgestaltung eine ganz andere ist und dass die Montage bei Split-Geräten auch kostenintensiv ist und bewilligungspflichtig. Und dementsprechend ist da eine starke Tendenz in Richtung mobile Klimageräte sichtbar. Wir haben uns drei mobile Klimageräte aus verschiedenen Preissegmenten genauer angesehen. Die Aufgabe war, dass jedes Gerät den gleichen rund 20 Quadratmeter großen Raum von 30 auf 23 Grad herunterkühlen sollte. Sie sehen hier einen kleinen Auszug unserer mobilen Klimageräte, beginnend Preiseinstiegsbereich bei 219 Euro. Dann gibt es ein Gerät um 319 Euro und das nächste Gerät um 449 Euro. Sie unterscheiden sich grundlegend durch die sogenannte BTU-Leistung. Das ist im Prinzip eine Maßeinheit, für welche Raumgrößen diese Geräte ausgelegt sind. Und natürlich muss man auch sagen, dass mobile Geräte lautstärkentechnisch etwas lauter sind als Split-Geräte. Aber auch hier, wenn man ein entsprechend großes Gerät mit einer entsprechenden BTU-Leistung nimmt, dann kann man den Raum schneller runterkühlen und es muss das Gerät nicht auf Volllast laufen. Und dadurch ist auch die Lautstärke nicht so extrem. Welche Unterschiede bei den mobilen Klimageräten gibt es? Wir machten den Test. Unser erstes Testgerät, Blue Palm mit 9000 BTU für 219 Euro, verbrauchte 78 Cent in der Stunde und kühlte in 60 Minuten einen 20 Quadratmeter großen Raum um 7 Grad herunter. Unser zweites Testgerät, Blue Palm mit 12.000 BTU für 319 Euro, verbrauchte 1,05 Euro in der Stunde und kühlte in 45 Minuten einen 20 Quadratmeter großen Raum um 7 Grad herunter. Unser drittes Testgerät, Bicool, um 449,90 Euro mit 14.000 BTU, verbrauchte 1,23 Euro in der Stunde und kühlte in 30 Minuten einen 20 Quadratmeter großen Raum um 7 Grad herunter. Wir rechnen auf. Die ungefähren Energiekosten einer Sommersaison bei einer täglichen Laufzeit von 6 Stunden über 3 Monate hinweg belaufen sich nach aktuellen Strompreisen bei unserem günstigen Testgerät auf 421 Euro, bei unserem Testgerät im mittleren Preissegment auf 567 Euro und bei unserem teureren Testgerät auf 664 Euro. Addiert man hierzu die Anschaffungskosten der mobilen Klimaanlagen, ergibt sich ein Gesamtpreis von 640 Euro bei unserem Einsteigermodell, 886 Euro bei unserem Modell im mittleren Preissegment und 1.113 Euro bei unserem teureren Modell. Das Ergebnis unseres Vergleichs. Alle drei Geräte erzielen die gewünschte Kühlleistung. Die Dauer ist allerdings abhängig von der Leistungsstärke des jeweiligen Klimageräts. Benötigt das preislich günstigste 60 Minuten, schaffen es die zwei anderen Modelle innerhalb von 30 und 45 Minuten, verbrauchen dabei aber deutlich mehr Energie. Selbst bei einer kürzeren Betriebsdauer während der Sommermonate summieren sich hier die Kosten bei einer häufigen Nutzung. Der Preisunterschied ist nicht unbedingt ein Merkmal dafür, ob jetzt ein Gerät wirklich besser oder schlechter ist. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt Geräte, die sehr teuer sind und nicht besser oder effizienter sind als günstige Preiseinstiegsgeräte. Es gibt natürlich auch Marken, die hier ihren Markennamen auch entsprechend noch zusätzlich preislich rechtfertigen oder dadurch der Preis ein wenig höher ist. Auch das kommt natürlich vor. Allerdings gibt es genauso Geräte, die 150, 200 Euro kosten, die durchaus einen kleinen Raum vernünftig runterkühlen können und gerade im Sommer schnell Abhilfe schaffen bei sehr heißen Temperaturen. Konsumenten ist oft nicht bewusst, dass die Kombination aus mobilem Klimagerät und Gastherme ein lebensgefährliches Risiko birgt. Problematisch bei diesen mobilen Klimageräten ist es natürlich auch, wenn sie eine Gastherme in der Wohnung haben. Denn durch den Abwärmeschlauch nach außen sie blasen Luft raus und saugen aus dem eigenen Raum die Luft ab und bekommen dadurch einen Unterdruck, einen leichten in der Wohnung, der dazu führen kann, dass wenn die Gastherme im Sommer zum Beispiel für die Warmwasserbereitung aktiv ist, aus dem Kamin und aus dem Abzug der Gastherme CO bzw. schädliche Abgase in die Wohnung hineingezogen werden können. Also es ist durchaus bei der Kombination mobile Klimageräte mit Gasthermen im Betrieb darauf zu achten, dass hier keine Abgasemissionen in den Raum hineingelangen. Ganz wichtig ist eine genaue Absprache mit dem Rauchfangkehrer. Das ist so.
der wird dann sagen, ist es möglich, in dem Raum oder in der Wohnung ein Mobilklimagerät aufzustellen oder nicht. Eine kühle Wohnung trägt maßgeblich zu einer höheren Lebensqualität bei. Doch ist eine gut temperierte Wohnung auch für jeden und jede leistbar? Oder wird sie immer mehr zum Luxusgut? Also kühle und große Wohnungen sind nicht für alle verfügbar. In Wien haben nur 50% der Wohnungen Außenflächen wie einen Balkon, eine Terrasse oder einen Garten. Menschen, die mit weniger Einkommen auskommen müssen, leben in der Regel in kleineren Wohnungen. In Wien wissen wir genau, wo diese Hitzekrätzl mit der doppelten Hitzebelastung sind. Das ist einerseits hier im 2. und im 20. Bezirk und dann außerhalb des Gürtels im 16. Bezirk, 15. Bezirk und Meidling-Favoriten Simmering. Hier wird es besonders heiß und hier leben Menschen, die dieser Hitze nicht gut ausweichen können. Diese Menschen haben kein Geld für einen Sommerfrische-Trip übers Wochenende. Hier gibt es keinen Zweitwohnsitz am Land. Und hier gibt es kein Geld für Klimageräte, denn die sind teuer und auch im Betrieb sehr teuer. Und mit diesen Energiepreisen, mit denen wir derzeit konfrontiert sind, schlichtweg nicht leistbar. Auswertungen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik zeigen, dass die Sommer in Österreich deutlich heißer geworden sind. Zahlreiche Rekordsommer sorgten für kollektives Schwitzen und der Trend zunehmender Hitzeextreme zeichnete sich bereits seit den letzten 40 Jahren ab. Die Auswirkungen sind immer häufigere und längere Hitzewellen und auch immer geringer werdende Abkühlungen in den Nächten. Lässt sich dieses Phänomen auch in den Verkaufszahlen der Klimaanlagen ablesen? Die steigende Tendenz gibt es im Prinzip seit 1992. 1992 war für alle, die sich noch erinnern können, der erste wirkliche Jahrhundertsommer. Damals hat diese Tendenz sozusagen begonnen. Die ist mit unterschiedlicher Steigerung oder mit unterschiedlichen Steigerungszahlen kontinuierlich gewachsen. Aus meiner Sicht haben mittlerweile in der Größenordnung zwischen 15 und 20, vielleicht sogar 25% der Österreicher in ihren Haushalten Klimaanlagen. Und da gibt es natürlich noch Potenzial nach oben. Allerdings zu der Startzeit 1992 war es aus meiner Sicht in der Größenordnung 3-5%. Aushebungen der Statistik Austria zeigen einen steigenden Trendverlauf im Bereich der österreichischen Privathaushalte mit Klimageräten. Im Jahr 2004 wurden ca. 40.000 Klimageräte in privaten Haushalten verzeichnet. Bis 2018 erhöhte sich die Zahl auf rund 180.000. Bis 2020 gab es eine Steigerung auf 210.000. Wenn es um Klimaanlagen geht, die haben natürlich auch ihre Notwendigkeit. Wenn man Spitäler hernimmt, Serverräume werden auch immer zitiert. Also dort wird einfach so viel Hitze produziert, dass man sie irgendwie wegkühlen muss. Das ist eine riesige energetische Aufgabe. Anders sieht es aber in unserer Wohnumgebung aus. Also hier, wenn Wohnungen überhitzt sind, gleich zum Klimagerät um die Ecke beim Installateur dafür zu sorgen, dass das installiert wird oder zum Teil auch in Do-it-yourself einfach an der Steckdose angeschlossen, das ist sicher der falsche Weg. Das führt zu einem weiteren und gesteigerten Energieverbrauch, der meistens dann auch nicht CO2-frei ist. Und zweitens ist es auch so, dass diese Klimaanlagen zusätzlich Hitze produzieren. Sie müssen wissen, wenn Sie einen Teil Kälte für Ihren Wohnraum nutzen, dann strahlen Sie zwei Teile Wärme in die Stadt hinaus. Und wenn Sie schon einmal in Asien waren, dort ist dieses Problem ja schon seit Jahrzehnten schon Usus, dort haben die Städte um 10 Grad mehr als die Umgebung rund um die Städte. Und das ist ein Problem, das steht uns noch bevor. Die Dosis macht das Gift, ja, genauso wie beim Auto. Vor 30 Jahren haben sich nur wenige Leute im Auto eine Klimaanlage geleistet. Mittlerweile ist es so, dass wenn man ein Auto kaufen möchte, das keine Klimaanlage hat, das aufpreisig ist. Ja. Relativ ähnlich verhält es sich im Haushalt, sprich bei den fix installierten Klimaanlagen.
sehr viele Käufer von Immobilien, Mieter von Immobilien, zum Beispiel Dachgeschosswohnungen, kommen nicht auf die Idee, eine Wohnung zu mieten oder zu kaufen, wenn die nicht klimatisiert ist. Ja, das hat sich stark verändert. Galt eine Klimaanlage einst als Luxusgut, ist sie in vielen Bereichen selbstverständlich geworden. Den Anspruch, die Temperatur in den eigenen vier Wänden selbst regulieren zu können und die Hitze zu vertreiben, wird am Wohnungsmarkt immer mehr zur Normalität. Wir sehen zum Beispiel, dass in den letzten 2 Jahren die Anzahl der Wohnungen, die die Klimaanlagen haben, also die aktiv etwas gegen Hitzeentwicklung in der Wohnung tun, um 12% gestiegen sind, aber die Nachfrage, also die Anzahl der Menschen, die gerne sowas hätten, um 47% gestiegen ist. Das ist ein Indikator dafür, dass Wohnungen immer heißer werden und dass man was dagegen tun möchte. Zurück zu Renate Renner. In einem Elektronikfachmarkt bei Wien-Vösendorf will sie sich ein erstes Bild über eine mögliche Anschaffung einer Klimaanlage machen. Begleitet wird sie vom Verein für Konsumenteninformation, Berater Christian Kornherr. Grüß Gott. Guten Morgen. Wie darf ich Ihnen helfen bei Ihrer Suche? Ich würde mich für ein Klimagerät interessieren. Man unterscheidet grundsätzlich zwischen Monoblocksystemen, auch als mobile Klimageräte bekannt, und Splitanlagen. Während Splitanlagen fix verbaut werden und es dabei einer Baugenehmigung bedarf, können mobile Klimageräte ohne weiteres frei im Raum aufgestellt und an eine Steckdose angeschlossen werden. Split-Klimageräte sind energieeffizient, wären daher an sich zu empfehlen, aber es gibt Situationen, wo ich diese nicht einbauen kann. Darum werden natürlich auch sehr stark Mono-Geräte angeboten. Und das ist vermutlich auch, wenn man Mieter, Mieterin in einer Wohnung ist, wo ich diese Entscheidung nicht treffen kann, ein Splitgerät zu montieren, die letzte Wahl. Monogeräte funktionieren so, es gibt nur ein Gerät, das steht im Raum, der gekühlt werden soll. Und dann gibt es einen Abluftschlauch, der die warme Luft nach außen transportiert. Um sie nach außen transportieren zu können, brauche ich ein offenes, mindest gekipptes Fenster. Da wird dieser Schlauch eingeklemmt. Und das ist auch schon der Nachteil von den Monoblockgeräten. Das Monoblockgerät saugt warme Luft an, kühlt sie ab, transportiert warme Luft nach außen und gibt kühle Luft in den Raum ab. Dadurch entsteht immer ein leichter Unterdruck und es wird die warme Luft wieder von heraußen in die Wohnung hineingesaugt. Dadurch sind diese Geräte ineffizient. Zudem sind die Schläuche meistens 1 bis 1,5 Meter lang. Das ist einfach notwendig, vom Aufstellort zum Fenster zu kommen. Der Schlauch selbst erhitzt sich auch in unseren Tests. Erhitzt er sich bis zu 65 Grad. Das heißt, wir haben durch diesen Schlauch wieder eine Wärmequelle in der Wohnung. Monogeräte sind aus unserer Sicht deshalb eigentlich sehr ineffiziente Geräte, die wirklich nur dann zum Einsatz kommen sollen, wenn es gar nicht mehr anders geht und auch da nur für relativ kleine Räume. Trotz ihrer Ineffizienz lassen sich Monoblockgeräte häufig in Privathaushalten finden. Das linke ist das mit Abluftschlauch. Wie man es nach wie vor in Baumärkten und im Internet zu kaufen bekommt, mit diesem Abluftschlauch. Die haben da oben so eine große Luftauslasslamelle, sind im Normalfall auch mit Fernbedienung zu steuern. Und daneben sehen wir rechts die nicht mehr gebräuchliche Bauart der Rucksack. Mobilklimageräte, Rucksack, sagt man deswegen, weil man früher diese Teile da hinten wie ein Rucksack draufgehängt hat zur Lagerung. Die Geräte sind mit einer Kältemittelverbindungsleitung, sprich Saug- und Druckleitung, ausgeführt. Dieses kleine Kästchen ist der Kondensator, wo die Warmluft, die als Kompensation zur Kaltluft entsteht, ins Freie abgeführt wird. Da haben wir also eine gleiche Luftlenklamelle. Nur diese Bauart wird mittlerweile in erster Linie aus Preisgründen, die Geräte haben relativ viel gekostet damals, nicht mehr produziert. Warum greifen viele Konsumenten zu mobilen Klimageräten, um ihre Wohnung zu kühlen? Ein Grund, warum Monoblockgeräte sicher gekauft werden, ist deren Preis. Der liegt so in etwa, startet bei 300 Euro, 250 gibt es auch, geht so bis 500, 600 Euro. Sicher ein Grund, vor allem auch, wenn man keine andere Möglichkeit hat. Und ein positiver Aspekt der Monoblockgeräte ist das Kühlmittel, das ist Propan.
erkennbar am R290. Das ist wesentlich weniger klimaschädlich, nur etwa dreimal so viel wie CO2. In Splitgeräten ist das klimaschädliche R32 Kühlmittel enthalten. Das ist 675 Mal so klimaschädlich wie CO2. Bei beiden Geräten ist es daher wichtig, dass das Kühlmittel im Gerät bleibt, weil dann ist es nicht klimaschädlich. Wenn Sie also Ihr Monoblockgerät oder auch Ihr Splitgerät nicht mehr gebrauchen können, weil es kaputt ist, unbedingt über einen Missplatz oder eine Altstoffsammelstelle entsorgen, damit es professionell entsorgt wird, das Kühlmittel abgesaugt wird, damit es nicht an die Atmosphäre gelangt. Aktive Kühltechnologien für Raumkühlung werden zu einem Großteil mit klimaschädlichen F-Gasen gefüllt, deren Emissionen zur Klimaproblematik beitragen. Durch die EU-F-Gas-Verordnung, die eine Reduktion dieser Gase bis 2030 vorsieht, werden energieeffiziente Kühllösungen wichtiger als je zuvor. Kältemittel in Klimaanlagen sind das verwendete Arbeitsmedium, damit der thermodynamische Kreisprozess, so wie in der Fachsprache heißt, betrieben werden kann. Diese Kältemittel nehmen die Wärme aus dem Gebäude oder aus dem Raum auf und führen sie eben an die Umgebung ab. Diese Kältemittel sind klassischerweise synthetische chemische Stoffe, die eben in gewisser Weise entzündbar sind, beziehungsweise die eben auch einen CO2-Effekt auf das Klima haben können. Kältemittel können in die Atmosphäre gelangen, einerseits durch schlechte Montage der Systeme, wenn Leckagen im System auftreten oder wenn keine fachgerechte Wartung dieser Anlagen erfolgt, beziehungsweise wenn bei Abbau der Anlagen das Kältemittel einfach gegen die Atmosphäre gelassen wird, was natürlich in keinem Fall gemacht werden sollte. Also generell zu den Kältemitteln gibt es zu sagen, prinzipiell bei neu installierten Klimaanlagen besteht das große Problem der Kältemittel nicht. Wenn die Anlagen ordnungsgemäß installiert sind, entweicht auch kein Kältemittel, wenn die wirklich fachgerecht installiert sind. Das große Problem ist dabei nur, wenn sie in die Umwelt gelangen. Kältemittel sind aber auch in Autos drinnen und ich glaube, jeder hat schon mal ein Kältemittel in seinem eigenen Auto nachfüllen müssen. Das ist wesentlich schlimmer wie eine geschlossene Klimaanlage, meines Erachtens. Ein positiver Trend im Bereich der Kältemittel zeichnet sich bei den Monoblockgeräten ab. Hier setzt sich immer mehr Propan als Alternative zu F-Gasen auf dem Markt durch, das ein geringes klimaschädigendes Potenzial hat. Warum wird Propan dann nicht auch in den Splitanlagen verwendet? Prinzipiell könnte Propan auch für Splitanlagen verwendet werden, jedoch sind wir hier von der Industrie abhängig. Also wir bekommen die Geräte nur zur Verfügung gestellt und installieren sie in weiterer Folge. Die mobilen Klimageräte haben teilweise diese genannten Kältemittel. Jedoch sehe ich die Kältemittel an sich nicht als das große Problem, da sie in einem geschlossenen Kreislauf zu finden sind und nicht in die Umwelt gelangen. Der Trend geht in weiterer Folge auch in Richtung recycelter Kältemittel, wo sie bei Fachfirmen fachgerecht aufbereitet werden und somit auch wiederverwendet werden können. In der Zwischenzeit sehen sich Christian Kornherr und Renate Renner die Klimageräte genauer an. Energieeffizienzlabel der EU können für die Kaufentscheidung eine wichtige Rolle spielen. Sie informieren nicht nur über den Strombedarf, sondern geben über weitere wichtige Kaufkriterien, wie zum Beispiel die Lautstärke des Geräts, Auskunft. Ja, das haben wir jetzt bei den Monoblockgeräten. Das ist eben für viele Mieter die einzige Möglichkeit überhaupt, ihren Raum zu kühlen, weil es sozusagen ja, die Baugenehmigung und die Genehmigung vom Vermieter brauchen würde, die man vielleicht nicht bekommt. Aber natürlich auch preislich ist es ein großer Unterschied zu den Splitgeräten. Wir haben da gesehen, so startet in etwa bei 250 € und geht dann doch rauf bis 400-500 €, waren unsere Geräte im Test. Und dann kommen dann eben zum Schluss die teureren Geräte. Da hatten wir auch eines im Test, wenn ich mich richtig erinnere, dass sogar die Energieeffizienzklasse A+ hat. Das ist so das Maximum im Monoblockgerätbereich als Vergleich, wie gesagt. Bei einem Klimagerätetest des Vereins für Konsumenteninformation aus dem Jahr 2021 schaffte es keines der vier Monoblockgeräte über ein wenig zufriedenstellend hinaus. Dabei wurden neben der Kühlleistung auch der Stromverbrauch, der Schallleistungspegel, die Umwelteigenschaften sowie die Sicherheit bewertet. Schauen wir es uns einmal bei denen an, da sind eh schon etliche Pickeln und Informationen drauf. Also das da ist das offizielle Energielabel. Ja. Das muss jedes Gerät haben, entweder am Gerät oder auch auf der Verpackung. Und da sind wichtige Informationen drauf. Das ist sozusagen die Energieeffizienzklasse, ja, wie man es kennt, zum Beispiel auch von Waschmaschinen und Geschirrspüler. Und man sieht A
ist jetzt nicht sonderlich effizient, weil es gibt noch A+, plus, plus, ja, plus und A+++. Plus, plus, plus. Also beim Monoblockgerät ist A, das normale, der Standard A+, plus wäre schon die große Ausnahme. Mhm. Und diese Energieeffizienzklasse, mit denen kann man das ganz gut vergleichen. Das hier ist die Leistungszahl, eben diese 4,1 Kilowattstunden, die sozusagen, das ist die Kühlleistung, die lässt man sich ermitteln oder kann man selbst ermitteln, wie viel Kühlleistung brauche ich für meinen Raum. Und dann kann ich ihn etwa vergleichen mit dieser Kühlleistung des Geräts. Was es schafft, ne? Bei Monoblockgeräten ist Vorsicht geboten, besser, man gibt sozusagen noch was dazu, wenn die Kühllast berechnet wird bei einem Monoblockgerät. Es tut sich sehr schwer, diese zu erreichen. Das ist eben diese Effizienz in Zahlen ausgedrückt, aus der ermittelt sie das. Das ist vielleicht nicht so wichtig. Das ist aber wichtiger Information. Das ist der Schallleistungspegel, nennt sich das. Das ist sozusagen, wie laut ist dieses Gerät. Und 65 Dezibel ist schon gar nicht mehr so leise. Ja, da stimmt, da sind wir schon zwischen Sprechen und Staubsauger. Ja. Ja, das ist jetzt nicht so ohne. Und das wäre sozusagen 1,5 Kilowattstunden pro Stunde. Ja. Also da sind wir in etwa bei den heutigen Energiepreisen bei 50 Cent in der Stunde. Da kann man sich dann relativ leicht ausrechnen. Und beim durchschnittlichen Gebrauch, wie viel das dann in einer warmen Jahreszeit, sagen wir von Juni bis September oder so ist. Mhm. Okay, dann schauen wir uns noch vielleicht die Herstellerinformationen an. Also das ist jetzt, was der Hersteller von diesem Gerät sagt. Ist sozusagen für einen Raum von 160 Kubikmeter oder 64 Quadratmetern geeignet, laut Herstellerangaben. Wie gesagt, auch das muss man mit Vorsicht genießen. Die Energieeffizienz ist hier nochmal einfach als A abgebildet, um es prominent zu haben. Und hier sieht man dann noch die Leistungsaufnahme. Wenn man einen schwachen Stromkreislauf hat, muss man vielleicht auch daran denken. Dann natürlich noch, wofür es geeignet ist. Für Kühlen, man kann es natürlich auch wahrscheinlich für nur Ventilieren verwendet und für Entfeuchten. Das sagt dieses Symbol. Das sind jetzt eben die Split-Geräte, die sind deutlich effizienter und leistungsfähiger. Also in unserem Test haben die, um 30 Grad auf 24 runterzukühlen, zwischen 6 und 8 Minuten gebraucht. Und es war auch ein relativ leichtes, den Raum konstant kühl zu halten. Natürlich auch kühler. Wir haben es halt mit 24 Grad gemessen. Und dabei verbrauchen sie auch eben wesentlich weniger Energie und schaffen das leicht. Der Nachteil ist, man muss als Vermieter genehmigen, wenn sozusagen Mieter oder Mieterinnen das in ihre Wohnung einbauen wollen. Einfamilienhaus, kein Problem. Preislich liegt es natürlich darüber. Wir haben hier gesehen, bei 1500 hat es begonnen oder hier über 2000 Euro. Split-Geräte sind in der Anschaffung zwar nicht gerade billig, aber aufgrund ihrer Energieeffizienz die richtige Wahl für den Dauereinsatz. Mieter stehen jedoch oft vor dem Problem, keine Bewilligung für die Installation der Split-Anlage zu erhalten. Relevant sind hierbei die Lärmemission sowie das optische Erscheinungsbild des Außengeräts. Hat man jedoch die Möglichkeit, in seinen eigenen vier Wänden ein Split-Gerät einbauen zu lassen, sollte die Installation nur von Fachleuten durchgeführt werden. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Klimaanlage, also wenn man sich entscheidet dafür, eine Klimaanlage bei sich zu Hause zu montieren, ist es wichtig, hier wirklich eine Fachfirma zu kontaktieren. Das heißt, da ist es schon von der Planung an wichtig, die richtigen Geräte zu planen, ja, und dann eben auch die Montage auch vom Fachpersonal, von Kälteanlagentechnikern montieren zu lassen. Meines Erachtens ist die fachgerechte Planung als auch die Montage einer Klimaanlage sehr, sehr wichtig, denn nur so kann ich sicherstellen, dass die Anlage wirklich in den optimalen Betriebspunkt durchläuft und auch keine Schäden an der Anlage entstehen. Wie wichtig es ist, dass ein Split-Klimagerät von einem Profi installiert wird, zeigen uns Kältetechniker bei der Montage. Während ein altes Klimagerät gegen ein neues getauscht wird, stoßen sie auf Merkmale einer damals unsachgerechten Installation. Wie man hier sieht, haben wir hier die alte Montage der alten Klimaanlage. Und hier wurde das Mauerwerk beschädigt bzw. nicht genau fachgerecht ausgeführt. Das hat zur Folge, dass es später zu Kondensatschäden in der Fassade führen kann etc. Und es ist wichtig, dass die ganzen Elektroanschlüsse hier einfach von einem Fachmann angeschlossen werden, damit es hier zu keinen Unfällen im Haushalt kommt. Die Weiterentwicklung im Bereich der Klimatechnik lässt sich gut anhand eines Vergleichs zwischen älteren und neueren Geräten veranschaulichen. Also wenn man eine Klimaanlage
von vor 10 Jahren hernimmt, dann hat die sehr gut gekühlt, aber man hat noch nicht so viel Rücksicht auf Design oder Geräusche oder Endverbrauchbedienungen hergenommen. Ja. Mit der Zeit, wenn man schon jede Klimaanlage hat Wi-Fi-Regelung dabei, wir sind bei Lautstärken von 19 dBA beim Innengerät, wir haben diverse Funktionen mit einfließen lassen, wie den Coanda-Effekt, eine Luftwalze, die sich an der Decke bildet, um zugfrei arbeiten zu können. Auch mittlerweile haben wir Außengeräte, die ein gewisses Design haben, Design-Level haben, auch hier lautstärkenmäßig sehr viel getan hat. Energieeffizienz natürlich ein großes Thema ist. Die Weiterentwicklung von ständig von Kältemitteln, von Kompressoren und deren Zusammenspiel macht natürlich den Energieverbrauch auch geringer. Hier haben wir jetzt das alte Gerät und einmal das neue Gerät, wo wir designtechnisch natürlich einen riesigen Sprung hinlegen. Des Weiteren nicht nur im Design, sondern auch in der Technik geht es wesentlich weiter. Sprich, wir haben hier wesentlich effizientere Ventilatoren, die mit weniger Umdrehung pro Minute wesentlich mehr Luft durchdrücken können durch den Verdampfer. Das hat zur Folge, dass wir weniger Energie verbrauchen natürlich. Des Weiteren haben wir hier das Kältemittel R22 und hier das Kältemittel R32. Das alte Kältemittel ist natürlich, wenn das ausgehen sollte, sprich wenn hier am Verdampfer eine Stelle platzen sollte, ein kleiner Haarriss entsteht, ist natürlich wesentlich schädlicher für die Umwelt. Splitanlagen gelten als effizient und leistungsstark, sind aber auch etwas teurer in der Anschaffung. Stark variierende Gerätepreise sorgen oft für Kopfzerbrechen bei den Konsumenten. Ist teurer auch immer gleich besser? Haben kostspieligere Geräte einen niedrigeren Energieverbrauch? Und worauf sollte man bei der Wahl des Geräts besonders achten? Ganz wichtig ist bei der Preisgestaltung für solche Split-Klimaanlagen, dass der Kunde schaut, was er genau haben möchte. Die meisten wollen natürlich ein sehr leises Klimagerät. Das ist für jeden nur klar. Wie es mit der Energieeffizienz ausschaut, steht schon auf einem anderen Blatt Papier. Wichtig ist aber, dass der Kunde sich wirklich genau informiert, wie bei allen Dingen. Es gibt bei Fernsehern Modelle, die schauen gleich aus. Und das eine kostet viermal so viel wie das andere. Meines Erachtens machen die Preisunterschiede bei den Anschaffungskosten der Klimageräte, spiegeln sie nicht bei den Stromkosten wider. Mittlerweile sind die Geräte, auch die günstigeren Geräte, sehr effizient, sofern man vernünftige Partnerfirmen hat. Dabei kann man schon sagen, dass auch die günstigen Geräte sehr energieeffizient bereits sind. Die Preisunterschiede entstehen hauptsächlich dadurch eigentlich aufgrund der Kompaktheit der Geräte. Also wenn die Geräte flacher und kleiner werden müssen, sind sie in der Regel teurer, haben dann noch App-Funktionen und so weitere Integrationsmöglichkeiten. Aber die Energieeffizienz leidet sicher nicht darunter. Neben einer hohen Effizienz werden die Geräte auch immer smarter. Hier haben wir die fertig verbaute Klimaanlage, wo wir natürlich noch weitere schöne Gimmicks haben. Das heißt zum Beispiel, wir haben die Flash-Streamer-Technologie verbaut von Daikin, wo die ganze Luft, die durch das Gerät gezogen wird, gesäubert wird. Das hat natürlich den Vorteil, dass ich Viren aus der Luft bekomme, sprich auch Coronaviren. Ich bekomme Bakterien, ich bekomme sogar Gerüche aus der Luft. Alles, was ich nicht haben möchte quasi, wird herausgefiltert. Des Weiteren haben wir einen Sensor verbaut, der sowohl Personen erkennen kann. Das heißt im Einzelnen, wenn ich jetzt nicht einstellen möchte, wo genau soll das Gerät hinventilieren, dann lasse ich einfach das Gerät entscheiden. Das erkennt, wo ich gerade mich befinde und ventiliert mich nicht an. Das heißt, ich habe keinen Zug im Genick oder einen unangenehmen Luftstrom, sondern das Gerät erkennt alles selber. Zu der Wärmebildfunktion, wenn wir eine thermische Schwachstelle in der Fassade haben, kommt es natürlich vermehrt zu einer Wärmeeinstrahlung, was wir natürlich nicht haben wollen, wenn wir kühlen. Das heißt, das Gerät erkennt das und eliminiert das gezielt, indem es den Ventilator darauf ausrichtet. Hier haben wir noch ein paar Deckengeräte, die es auch als Möglichkeit gibt. Eine ganz schöne Lösung, wie ich finde, ist, wenn man die Möglichkeit einer Zwischendecke hat, ein Zwischendeckengerät zu platzieren, wo man wirklich nur die Ansaug- und Ausblasgitter sieht und somit das Klimagerät eigentlich wirklich komplett in der Decke verschwindet. Neben der Anschaffung und Installation einer Splitanlage kommen auch noch jährliche Wartungsarbeiten hinzu. Grundsätzlich sagt man, dass eine Klimaanlage einmal im Jahr gereinigt werden soll. Bei Anlagen im Dauerbetrieb oder in Technikanwendungen empfehlen wir auch eine zweimal jährliche Wartung.
Wartungspreise vorab bekannt zu geben, das ist halt etwas schwierig, aber bei einem Aus- und einem Innengerät kann man so sagen, dass man sich so um die 250 Euro bewegt. Um eine lange Lebensdauer und einwandfreie Funktion der Split-Klimaanlage zu gewährleisten, sind eine regelmäßige Pflege und Wartung notwendig. Wenn das Service nicht regelmäßig durchgeführt wird, entstehen natürlich auch höhere Stromkosten. Wenn die Anlagen nicht regelmäßig gewartet werden, verschmutzen sie und dadurch verbrauchen sie auch wesentlich mehr Strom, werden störungsanfälliger und auch die Luftqualität verschlechtert sich. Man muss sich das so vorstellen, in den Sommermonaten ist die Luft warm und auch feucht, die Anlagen entfeuchten und es bleibt dann immer etwas Kondensatwasser in der Kondensatwanne zurück. Und das ist natürlich dann der optimale Nährboden für Legionellen. Diese Rückstände entfernen wir dann im Zuge der Reinigungsarbeiten. Zu den ohnehin schon höheren Anschaffungskosten kommen bei Splitanlagen auch noch die jährlichen Wartungskosten dazu. Womit müsste Renate Renner rechnen, würde sie sich für solch eine Kühlung entscheiden? Die durchschnittlichen Kosten basieren auf der Installation einer Splitanlage in einem 20 Quadratmeter großen Raum mit hoher Sonneneinstrahlung. Die Anschaffungskosten des Split-Klimageräts mit einem Außen- und einem Innenteil belaufen sich auf ca. 1.800 Euro. Installation und Inbetriebnahme kommen auf ca. 700 Euro. Die jährliche Wartung macht ca. 250 Euro aus. Die jährlichen Energiekosten bei einer täglichen vierstündigen Kühlung über einen Zeitraum von 3 Monaten liegen bei ca. 140 Euro. Die Gesamtkosten im ersten Jahr würden somit ca. 2.900 Euro ausmachen. Der Gegenwert eines Familienurlaubs. Wem Klimaanlagen zu teuer sind, der kann den Hitzeeinfall in seiner Wohnung grundsätzlich auch anders steuern. Wenn jemand in einer zu heißen Wohnung wohnt, was sollte der machen oder die? Ich glaube, wichtig ist einmal selbst zu beobachten, was sich da so tut, wann es heiß ist. Vormittags, mittags, ist es vielleicht schon um 6 Uhr in der Früh, wo die Sonne sehr tief steht und tief in die Wohnung scheint, schon beginnt heiß zu werden. Also das heißt einmal, ein Gefühl zu bekommen, was hier wirklich sich abspielt, ohne gleich in die nächste Installationsbetrieb zu laufen und einfach was zu kaufen. Das, glaube ich, ist das Erste. Und dann muss man sich informieren. Es gibt Beratungsstellen. Die Stadt Wien hat auch alle möglichen Beratungsstellen für diese Zwecke. Hauskunft zum Beispiel ist jetzt für Wohnungseigentümer eine wichtige Sache in Energiefragen. Aber und dann geht man das, was ich eingangs schon gesagt habe. Also die Frage ist, wie kann ich die Wohnung beschatten? Kann ich generell die Gebäudehülle verbessern? Das kann man als Einzelner weniger. Da gehört wieder das Gemeinschaftliche, was ja in Zukunft wichtig wird, wenn wir die Klimakrise bewältigen wollen. Und dann, wie gesagt, Lüftungsverhalten, Außenbeschattung, Bepflanzung im Raum auch selbst, Verdunstung dadurch auch zu erzeugen. Und wenn man dann wirklich temperieren muss, ist aus meiner Sicht nur eine gesamtheitliche Lösung energetisch sinnvoll, weil sonst ist es wirklich so, dass man einfach Kälte gegen Geld und CO2-Produktion tauscht. Renate Renner konnte sich einen guten Überblick über die Klimageräte auf dem Markt und deren Vor- und Nachteile verschaffen. Gar nicht so einfach, bei der großen Auswahl an Klimageräten eine Entscheidung zu treffen, eine Auswahl zu treffen. Da ich in einem Haus wohne, tendiere ich eher zu einer Split-Anlage, habe auch das Gefühl, dass sie energieeffizienter ist. Und ja, ich werde mir das jetzt mal anschauen. Bei einem mobilen Klimagerät im mittleren Preissegment kann man aktuell mit ca. 550 Euro Stromkosten pro Sommersaison rechnen. Bei weiter steigenden Energiepreisen können die finanziellen Belastungen noch größer werden. Haushalte, die in der derzeitigen Inflation ohnehin schon knapper kalkulieren müssen, werden vielleicht schon diesen Sommer vor der Frage stehen, worauf sie verzichten werden, um sich eine Wohnung mit menschlichen Temperaturen noch leisten zu können.